Hallo Freunde, willkommen auf meinem Kanal. Heute geht's nach Bayern, zum Tegernsee. Vor uns liegt der See etwa 1 Kilometer entfernt. Und hinter uns, oben auf dem Berg, die Tagungsstätte Schloss Ringberg. Otti und ich sind hier für ein paar Tage auf dem Campingplatz Wallberg eingekehrt, um den Tegernsee per Boot und Rad zu erobern. Am 12. September herrscht hier hervorragende Thermik und das sieht man sicherlich schon an der großen Anzahl der Paraglider. Noch am selben Tag sprangen wir auf die Mountainbikes und fuhren nach Rottach-Egern. Am nächsten Tag dann eine Überraschung. Otti warf mich aus dem Bett und was sah ich? Einen Heißluftballon. Thank you.
Nach fast 11 Kilometern, das ist etwa die Hälfte der Strecke, haben wir das Gut Kalkbrunn erreicht. Nach etwas mehr als 12 Kilometer sind wir zum Ausgangspunkt unserer Fahrt zurückgekehrt. Und es sollte sich niemand wundern, dass wir nur etwa 8 Kilometer pro Stunde gefahren sind. Naja, wir mussten zwischendurch mal absteigen, schieben.
aus. Wir sind mit dem Elektroboot unterwegs. Und das ist mein Steuermann. Hi, Captain. Hallo, Otti. Hallo. Was machen wir denn hier? Wir fahren Elektroboot auf dem Tegernsee. Das ist ja in Bayern. Jawohl. Gut, ein bisschen windig hier, oder? Ja, ein bisschen. Aber dafür ist es auch nicht so heiß. So, Windstärke 2 bis 3, schätze ich mal. Schaumkronen sind noch nicht drauf. Nein. Gut, und du beherrschst das alles hier? Ich hoffe. Mit dem Steuer und so weiter hier? Ja, Otti, ich stelle fest, du hast das Boot fest im Griff. Oh. Hast schon geübt heimlich? Unheimlich. Aha. So, Bad Wiessee haben wir jetzt hinter uns gelassen und jetzt geht es in Richtung, Otti? Tegernsee. Tegernsee. Und das liegt vor uns. Rechts oben mit dem großen roten Dach, das ist das Schloss mit anschließendem wahrscheinlich Hotel. Wir haben für 40 Minuten jetzt unsere Tour hinter uns, 20 Minuten noch vor uns. Das heißt, wir müssen es schaffen, binnen 20 Minuten da hinten rechter Hand der Buschgruppe einzulaufen. So, Meister, da sind wir wieder.